Hallo, liebe Freunde. Seht ihr, ich mache immer noch Videos und nicht nur Livestreams. Nicht wahr? Und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Also, das Pfannkuchengesicht, das erinnert mich echt immer wieder an hier. Wie heißt der eine? Der war witzig in 20er Jahren. Buster Keaton. Der Typ mit der Kreissäge oben, ne? Der dann so Stunts gemacht hat und so. Der immer so trocken aussah. Und der, von dem ich heute euch künden will, der erinnert mich irgendwie an den. Obwohl er bei weitem nicht so lustig ist. Ich rede von keinem geringeren als von unserer Bundesjustizpflaume Heiko, dem Maßkrug. Ich sag deshalb Maßkrug, weil der Mann muss permanent betrunken sein. Anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären, was der da abliefert. Also, der ist Bundesjustizminister. Ja, Bundesjustizminister ist er. Und er findet Straftaten cool. Ja, glaubt ihr mir das nicht? Doch, das sagt er sogar öffentlich. Also, der Bundesjustizminister sagt öffentlich, dass er Straftaten cool findet. Cool, wirklich. Nein, das kann man normal gar nicht glauben, ne? So, dann werde ich euch mal sagen, dass man das eigentlich glauben sollte. Denn, ich habe gedacht, mir fällt das Ohr ab. Weil das steht im Potsdamer Tagesspiegel. Neueste Nachrichten. Der Potsdamer Tagesspiegel ist also ungefähr so rot wie die Parteifahne der KPDSU, um es mal auszudrücken. Denn überhaupt so auch die MAZ ja maßgeblich von der SPD-Seite unterhalten wird, vom Betreiber. Ja, also hinter der MAZ, die auch so vortrefflich über die Potsdamer Demo berichtet hat, um die es hier gleich geht. Und in diesem Zusammenhang findet der Herr Justizminister eben eine Straftat gut. Und der Bürgermeister der Stadt Potsdam beteiligt sich denn an solchen Ordnungswidrigkeiten? Und da frage ich mich, was ist das denn für ein Land, in dem ich lebe, wenn der Bundesjustizminister Straftaten gut findet? Cool findet. Und um welche Straftat geht's jetzt eigentlich? Wird sich der eine oder andere nun schon fragen. Nur ganz einfach. Also, ich sag mal so, wenn hier in Deutschland eine Demonstration angemeldet ist und man diese Demonstration und die Durchführung derselben mittels aktiven oder passiven Handlungen, wie nennt man das, verhindert, also die Durchführung der ordnungsgemäß angemeldeten Veranstaltung mittels aktiver und passiver Handlungen verhindert, dann handelt es sich da bei nach dem Demonstrationsstrafrecht, also dem Demonstrationsgesetz, um eine Ordnungswidrigkeit, die geringste Form der Straftat. Wenn dann auch noch aus diesen aktiven Handlungen Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung hervorgehen, dann handelt sich das schon um eine Straftat, also eine richtige, ein Vergehen. Verbrechen wäre dann die dritte Form der Gesetzesbrüche oder Verordnungsbrüche bei uns in Deutschland, ja? Also eine Ordnungswidrigkeit, ein Vergehen und ein Verbrechen. So, alle zusammen bilden Straftaten verschiedener Schwere. So, wenn unser Bundesjustizminister, also Heiko Maas, hingeht und sagt, er findet Straftaten cool, wie gesagt, dann kann der einfach nur zu tief in den Maßkrug geschaut haben. Oder aber er benutzt seine Stellung, um Parteipolitik zu machen. Und das werfen ihm auch die Leute von der Jungen Union vor und von der CDU auch. So, und worüber rege ich mich da wieder auf? Dass also der saubere Herr Maas bei einem Besuch des Bertha von Suttner Gymnasiums mit Blick auf die Pugida-Blockade des Marsches in Babelsberg Folgendes dann wohl gesagt haben. Er dürfe ja als Justizminister die Sitzblockade, mit der die Pegida-Anhänger an ihrem Zug gehindert wurden, nicht begrüßen. Aber cool war das schon. Also, als Justizminister dürfe er das nicht, aber er findet das cool. Naja, wer findet das als der Heiko Maas findet das cool? Aber der Bundesjustizminister findet das nicht cool, oder was? Das heißt also, dann ist er auch noch schizophren, obwohl er ja Bundesjustizminister ist.
Und das kommt mir manchmal wirklich so vor, als ob die ganze Bande von Ministern und Schwachsinnigen, die unser Land da regieren, alle einen an der Waffel haben. Ne? Weil, guck mal, das ist der Bundesjustizminister. Und der geht ja da gegen Facebook-Hasskommentare und gegen die ganzen bösen Nazis und so weiter geht er ja vor. Ne? Sogar Zuckerberg wurde ja mal verklagt, von wegen Volksverhetzung. Nur, da wird ihm dann der Mark Zuckerberg gerade beim Treffen dann wohl mal gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, hast mal auf mein Konto geguckt und hast mal auf deinen Lohncheck geguckt. Und dann weißt du, wo dein Geld herkommt. Und jetzt gehen wir nicht weiter auf die Eier mit deiner Volksverhetzung, sondern nimm das mal weg. Und genau das wird passieren. Wir werden es bald erleben, dass die Anzeige gegen Zuckerberg, wegen Volksverhetzung, die ja vom Justizministerium da angeregt wurde oder in Gang gesetzt wurde, sang- und klanglos verlaufen wird. Wollen wir aber wetten? So. Na, aber ich habe mich jetzt im Moment verzettelt. Wir sind ja noch hier beim Justizminister, der Straftaten cool findet. Also, wenn dieser Justizminister hingeht, und die linken Straftaten, die jeden Tag in Berlin passieren, wo Autos abgefackelt werden, etc. pp. Wenn er die mal mit derselben Härte des Gesetzes verfolgen würde, wie er hier in Facebook gegen teilweise natürlich schwachsinnige, fremdenfeindliche, rassistische oder sonst irgendwie verunglimpfende Posts vorgeht, die mir auch nicht gefallen, wo ich auch sage, das sind doch alles Irre, die sowas posten, aber ich muss sie aushalten, weil das gehört meiner Meinung nach zu einer Demokratie dazu. Ich muss auch jedwede Kritik, ob das Sonnenradhutmann oder linke Antifanten sind, an meiner Person einstecken. Ne? Das gehört einfach dazu und das muss ich aushalten und dann muss ich mich mit diesen Meinungen eben argumentativ auseinandersetzen und nicht wie Sie diktatorisch dagegen vorgehen. Das ist einfach schlicht und ergreifend eine Schweinerei, was hier passiert. Und Sie dokumentieren das auch noch, indem Sie auf der einen Seite Straftaten cool finden und auf der anderen Seite hingehen und das Volk verhetzen mit Ihren Äußerungen, die Sie da teilweise treffen. Ne? Straftaten cool finden heißt Volk verhetzen. Ist doch klar. Ich, Herr Maas, finde Straftaten überhaupt nicht cool. Und ich würde es genauso wenig cool finden, wenn rechte Vollidioten hingehen und einen Marsch der Partei Die Linken stoppen würden. Wäre für mich genau das Gleiche. Ja, da würde auch für mich, ganz persönlich, lieber Herr Maas, Folgendes gelten. Wasserwerfer frei. Und dann wird die Straße gespült. Von dem Müll, der sich da hinsetzt und meinte, er könnte die Meinung anderer und die Demonstrationsfreiheit unterdrücken, indem er da, ja, junge Menschen instrumentalisiert. Nichts anderes sind diese Antifa-Leute. Und das habe ich wieder in Potsdam gesehen. Ich war nämlich jetzt da am Montag. Da hat die Polizei die ganze Sache etwas weiträumiger abgesperrt. Aber trotzdem war es, wie soll ich sagen, nicht besonders erbaulich, den Bürgermeister der Stadt Potsdam unter den Gegendemonstranten zu sehen, die massiv die Veranstaltung von Pugida gestört haben. Auch das gebietet ja schließlich der Respekt, nicht wahr, vor der Demokratie, die Meinungsfreiheit des anderen zu respektieren. Wenn Sie mal ins Internet kommen, gucken, lieber Herr Maas, gibt es einen Menschen, den nenne ich Sonnenradhutmann, Dr. Inc. Dennis Schulz. Und er hat einen Kanal auf YouTube, True Association, und gucken Sie sich mal an. Ne, der ist gar nicht dumm. Der Mann verpackt es halt anders, ich verpack's ja auch anders. Jedem das seine, Meinungsfreiheit. Dieser Mensch, das ist ein absolut durchgebildeter Nationalsozialist bis in die Knochen. Das kann ich Ihnen sagen. Und wenn Sie mal einen Nazi sehen wollen, dann schauen Sie sich den an. Ne? Der ist nämlich jetzt stolz drauf, dass ich das so gesagt habe, weil er ja auch stolz drauf ist, ein Nationalsozialist zu sein. So, den Mann schauen Sie sich mal an, was der von sich gibt und was der auch über mich sagt. Dann wissen Sie, wo ich stehe, nicht wahr? Aber eins sage ich Ihnen, Sie respektieren Ihre Gegner nicht. Und das ist ein großer, großer Fehler, Herr Bundesjustizminister. Ja, das haben andere auch schon nicht getan, ihre Gegner respektiert. Und die anderen, das war Adolf und seine braune Bande. Und wo die geendet sind, das wissen sie doch noch, oder?